Die französische Präsidentschaft setzt hier voll auf Transparenz. Das geht sogar beim Brotbacken weiter. Man kann hier mitten auf dem Gelände beim Brotbacken zuschauen. Aber wie beim Brot kommt es natürlich auch bei den Verhandlungen jetzt darauf an, ist die Kruste nicht nur knusprig, sondern was ist eigentlich die Substanz des Teiges? Und die Substanz dieses Klimavertrages, die ist derzeit noch vollkommen unklar. So hat man in den letzten Tagen ja immer auch um die Frage 1,5 Grad, kommt das in den Text rein, ja oder nein, verhandelt. Und jetzt zeichnet sich aber so ein bisschen ab, und das ist auch die Sorge von mir und von etlichen Umweltorganisationen, es bringt rein gar nichts, wenn man jetzt 1,5 Grad in den Text reinschreibt, was natürlich für viele Inselstaaten wahnsinnig wichtig ist, aber substanziell dem nicht folgt. Das heißt, wenn wir eigentlich sagen, wir sind noch nicht auf dem 2-Grad-Pfad, sondern die Ambitionen, die die Nationalstaaten gezeigt haben, die sind auf einem 3-Grad-Pfad, dann bringt es wenig, wenn am Ende im Text drin steht, das Ziel sind 1,5 Grad, aber in der Substanz, also wie wir eigentlich dahin kommen, hat sich nichts verbessert, weil man eben keinen Mechanismus gefunden hat, wie diese nationalen Beiträge nachgeschärft werden. Das ist dann einfach gar nichts am Ende wert. Deswegen muss man jetzt ganz genau hinschauen, dass da nicht nur Zahlen reinkommen in schönen Überschriften, sondern dass der Mechanismus dahinter auch verankert wird. Und darum wird weiter gerungen. Man hört von einigen, dass die Europäische Union hier noch ein bisschen unklar ist. Und das werden wir natürlich versuchen, in unserem ganz kleinen Gespräch am Rande auch immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Wir brauchen nicht nur ein ambitioniertes Ziel, sondern wir brauchen vor allen Dingen einen Mechanismus, der dazu führt, dass die Nationalstaaten ihre Klimaschutzanstrengungen vor Ort auch immer wieder nachbessern. Denn ansonsten werden wir nur heiße Luft am Ende dieses Tages herausbekommen, so wie die heiße Luft hier aus dem Ofen. Wobei man natürlich sagen muss, das französische Baguette ist extrem lecker.